Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 4. Ich hatte letztens Bock, Sims 4 zu spielen und, nein, überhaupt mal wieder Sims zu spielen und habe mir jetzt Sims 4 besorgt und dachte mir, komm, das kann ich eigentlich auch direkt aufnehmen. Ich hatte eigentlich schon die Folge aufgenommen, hab aber dann gemerkt, dass OBS irgendwie es verpasst hat, das Bild mit aufzunehmen, weshalb ich dann schön schwarz alles aufgenommen habe, während ich hier meinen Charakter erstellt habe, den ich selber spiele, schon benannt mit Karten und habe auch in den ersten 12 Minuten erstmal gebraucht, um über meine, wie hieß denn das alles nochmal, Zeugs herzustellen. Bestreben, genau, Bestreben, Merk und die Merkmale, genau, um die herzustellen. Ich kann nochmal zeigen, was ich ausgewählt habe. Einmal kommt, ist eigentlich Computer Freak, wo war denn das? Genau, Wiss, ach jetzt da. Ja, man kann hier Wissen auswählen und dann gab es hier drei verschiedene unter Kategorien, also Wissen, schnelle Lerner erlangen alle Fähigkeiten ein wenig schneller und Spezifikation Computer Freak. Dieser Sim möchte alles über Computer wissen, vom Spielen zocken bis hin zu Karrieren, was ja recht passt gerade als Let's Player. Dachte mir, schlage ich diesen Weg hier ein für den Sim hier. Dann habe ich für die Merkmale ausgewählt. Huch, jetzt bin ich gerade voll gegen meinen Kopfhörer gekommen, habe ich voll weggeschlagen. Hier bei den Merkmalen habe ich wir haben ausgewählt den Perfektionisten. Die Sims brauchen länger, um Dinge herzustellen, anziehen aber häufiger eine bessere Qualität. Sie halten starke Stimmungen, wenn sie ein hochwertiges Objekt hergestellt haben, negative Stimmungen, wenn sie minderwertige Objekte herstellen. Dann einmal aktiv. Huch. Ja, ist recht. Diese Sims sind häufig energieladen, können andere Sims in Fahrt bringen und wirken wirklich verstimmt, wenn sie in gewisser Zeit nicht trainieren. Und natürlich die Geek. Weil Computerspiele und so. Diese Sims sind zufrieden, wenn sie Science Fiction lesen oder Videospiele spielen. Sie wirken womöglich angespannt, wenn sie nicht viel gespielt haben. Sie sind besser im Aufspüren von Sammelobjekten und können mit anderen Geeks über Geek-Kram reden. Gibt es natürlich noch ganz viele andere Merkmale. Was? Also emotional, Hobby, das ist doch unterteilt in Lifestyle und sozial. Ich finde Bro ganz cool. Die Sims können andere Bros brüderlich umarmen. Genau, Persönlichkeit konnte man auch noch festlegen, also männlich-weibliche Sims, die einzelnen Stufen, werde ich jetzt nicht durchklicken, weil ich Angst habe, dass ich dann den ganzen Sim wieder zerstöre. Die verschiedenen Gangarten, ich habe jetzt den stolzen Gang gewählt, ja, ich kann nochmal die Gangarten zeigen, weil das hat jetzt alles gefehlt von der Aufnahme, das ist der Standardgangart, fand ich ein bisschen zu langweilig. Selbstbewusster Gang, das war mir irgendwie zu, yeah, I'm selbstbewusst, yeah, genau. Huch, dieser Gang, das war mir ein bisschen zu, ja, das war mein Typ. Nee. Also Scholzgang, das war, was ich nehme. Der feminine Gang war jetzt nicht ganz passend, meines Erachtens. Der stramme Gang, ja. Hier der Chef, weiß nicht, war mir dann noch ein bisschen zu heftig. Ein trottelige Gang. Passt vielleicht manchmal, wie ich mich anstelle, aber nein. Dann der schleppende Gang, ja, das Leben ist scheiße. Trott ich dahin. Und natürlich der federnde Gang. Boing, boing, boing. Das war mir dann doch zu federnd. So, was habe ich gemacht? Selbstbewusster Gang. Nein, Schmarrn. Nee, der Hochnäsige. Nee, Schmarrn. Wo ist er denn? Der stolze Gang. Letzter. Gut, ich habe versucht, einigermaßen mich herzustellen. Ich weiß nicht, inwiefern mir das gelungen ist. Naja, wie gesagt, ihr habt das jetzt Ganze verpasst. Schade eigentlich, weil es sind ein paar lustige Sachen zusammengekommen. Aber nun gut. Ich hatte eigentlich überlegt, zuerst noch Locks und Sue dazuzustellen, damit wir eine gemeinsame große Familie sind. Nö, einfach eine WG zusammenzustellen. War mir jetzt dann nicht ganz sicher. Ich dachte, vielleicht mache ich es. Ich habe mir jetzt was anderes überlegt, deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Klicke das Häkchen, um in die Bibliothek zu speichern und zu spielen. Portiere zufällig auswählen. Ah. Ah. So. DNA wird gesplittet. Einziehen. Deine Sims brauchen ein Ort zum Leben. Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich in Willow Creek und Oasis Springs Berater. Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarn und Aktivitäten. Aber du kannst auch jederzeit beliebige andere Welten in die Sims besuchen oder beziehen. Welt wählen. Oh mein Gott. Wähle deine Welt. Welt wählen. Wähle die Welt, in der deine Sims leben sollen. Keine Sorge, sie können ungern zwischen den Welten hin und her reisen oder umziehen. Klicke auf Oasis Springs, um dich umzusehen. Mhm. Einsteigerhaus. Das ist ein tolles Einsteigerhaus für deine Sims. Klicke auf das Grundstück, um einzuziehen.
Nächster Tipp. Welt wählen. Vergiss nicht, dass du mit Hilfe des Wahnsinn. Okay. Also jetzt kann ich hier mir eine Welt auswählen, also Willow Creek oder Oasis Springs. Das ist auch ein tolles Einsteigerhaus. Lass ich mal da in Ruhe. Das sind wahrscheinlich so Einsteigegegenden. Ich habe 20.000 Grad. Die sind wahrscheinlich noch zu teuer. Wo sehe ich denn eigentlich, wie viel es kostet? Du musst dann unbewohnt. Ach, hier wohnt jemand jetzt da. Ach, jetzt da. Ah, diese Grundstück kannst du dir nicht leisten. Schön, dass... Sumpfige Sule. 5.530 auf 20. Sumpfige Sule sieht jetzt nicht so prickelnd an. Da müsste ich mir jetzt ein ganzes Haus bauen. Was haben wir hier? Zauberhütte, Hüttenzauber. Kannst du es nicht leisten. Das kannst du dir nicht leisten. Da wohnt schon jemand. Das kannst du dir nicht leisten. Ah, Mauerblümchen, Hügel, knarrende Hütte, zum einsamen Bächlein, die Bargain-Biegung, 20.000. Ich glaube, ich nehme vielleicht ein ganzes Haus. Was haben wir denn hier so? Wahrscheinlich, hier kann ich mir einfach nichts leisten, außer die staubige Heimat. Weil diese freien Plätze kann ich mir halt leisten. Zum Fettnapf, Strand, Sonne und Meer, das steht Dino. Ich glaube, ich ziehe nach Willow Creek. Schaut irgendwie schöner aus. Hm. Okay, hier kann ich mir die Häuser nicht leisten, obwohl die jetzt auch nicht so luxuriös ausschauen. Nenne ich mir halt so ein Bett, ein Badezimmer, zwei Betten. Ich bin hier alleine, also zum einzelnen Bächlein. 20 auf 15, 30 auf 20. Da habe ich noch ein bisschen mehr Ausbaumöglichkeiten für draußen. Nehmen wir doch das da. Möbliert, nicht möbliert. Verbleibendes Budget. Nicht möbliert, habe ich mehr. Oh, ist ganz schön teuer. Machen wir mal möbliert. Weil sonst, jawohl. Ach komm, mach mal möbliert. Mal schauen, wie das so ausschaut. Ich Haus jetzt kaufen. So, dann fangen wir mal an. Launen werden kalibriert. Sense wird geschliffen. Was? Die Kontrolle übernehmen. Die Sims 4 hat zahlreiche neue Features zu bieten. Bevor wir uns damit genauer beschäftigen, müssen wir die Grundlagen abdecken. Na toll. Zuerst sehen wir uns schnell mal an, wie du deine Sims steuerst. Zoom. Bewege das Mausrad zum Heran- und Wegzoomen. Brr, 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 brr. Ja. Drehen. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Kamera zu drehen. Brr, brr, brr. Okay. Kamera bewegen. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege. Ja. Kamera ändern. Wenn dir die Standard-Kamerasteuerung nicht zusagt, kannst du sie mit Steuerung Alt entfernen. Nicht mal. Steuerung Shift Tab zu deiner anderen Einstellung wechseln, die von Fans. Was? Die Fans von Sims 3 vertraut. Ich habe Sims 3 nicht gespielt. Ich habe das 1 gespielt, ich habe das 2 gespielt, das 3 habe ich ausgelassen. Oder sieht ihr den Abschnitt Steuerung eigentlich? Das passt doch so. Oder? Ich kann auch. Den hier machen mit der mittleren Maustaste. Nö, es passt so. Und jetzt? Ich kann auch mit WASD hier rumfahren. Finde ich auch gut. Okay. Blende die Wände in deinem Haus ein oder ausklicke auf die Wand hoch-Button. Ich habe eigentlich früher immer mit Wände runtergespielt, damit ich immer alles im Blick habe. Aber ich kann ja mal, damit man auch mal die Wände sieht, das so spielen. So sieht man auch noch relativ alles, je nachdem. Blick man hat, sieht man auch noch alles. Ich denke, dann spiele ich mal so. Auch wenn ich das normalerweise sonst nie mache. Auch nicht das Örtchen hier, so klein, so ein bisschen vorstadtmäßig. So einer kleinen Einbahnstraße hier. Ja. Kamera fokussieren. Es ist ganz leicht, die Kamera auf einen beliebigen Sim im Haushalt zu fokussieren. Klicke doppelt auf das Porträt eines anderen oder einmal auf das aktuellen Sims, um die Kamera auf diesen zu fokussieren. Okay. Kamera verfolgen. Du kannst einen Sim mit der Kamera verfolgen, indem du mit rechts auf das Porträt des gewünschten Sims klickst. So, jetzt ist Kameraverfolgung. Zeitsteuerung. Über die Zeitsteuerung kannst du das Spiel pausieren, beschleunigen, verlangsamen oder ganz normal voranschreiten lassen. So, was macht er jetzt? Kanal wechseln. Er schaut schon mal Fernsehen. Jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier eigentlich rumstehen? Wir haben einen Fernseher, einen kleinen, eine Couch, Zeitsteuerung. Naja, ich kann hier einmal schneller machen, kann wieder so machen, kann auch pausieren. So. Weiß ich schon. Nächster Tipp. Wir machen jetzt Tutorial einfach durch. Aktionswarteschlange. Von deinem Sinn geplante Interaktionen werden der Reihenfolge nach in einer Warteschlange eingeordnet. Auf diese Weise kannst du deine Sim mehrere Dinge auftragen. Klicke auf eine der Interaktionen in der Warteschleife, um sie abzubrechen. Verwenden aufs Klo gehen.
So. Nicht aufs Klo gehen. Du magst keinen Sport. Nee, was schaust denn du eigentlich da gerade? Das Sache, Sport. Schaut doch Basketball aus. So, und heute sehen sie. Was habe ich da im Rücken? Habe ich ein Tattoo? Oh. Oh. Das wollte ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass Tattoos da gibt. Ups, ich habe ein Tattoo. Okay, das ist mir neu. Moment, ich muss selber nachschauen. Aktive Warteschlange. Die Interaktionen im Kästchen werden aktuell in deinem Sims ausgeführt. Die Interaktionen über das Kästchen müssen warten. Über dem Kästchen müssen warten. Bis in der Reihe sind viele Interaktionen, können gleichzeitig stattfinden. Sportkanal schauen. Wahrscheinlich kann ich sowas machen wie Essen und Fernsehen schauen oder sowas. Was ist denn? Ja. Ist gut. Nächster Tipp. Multitasking. Sims sind jetzt multitaskingfähig. Das bedeutet, dass sie nicht mehr auf nur eine Interaktion zur gegebenen Zeit beschränkt sind. Versuche dich beim Trainieren zu unterhalten, ohne fernzusehen. Selbstständigkeit. Sims haben ihren eigenen Kopf, der auf ihren Emotionen, Merkmalen und Bedürfnissen gründet. Sie treffen Entscheidungen, die dich überraschen, erfreuen und manchmal auch verblüffen werden. Basketball, ja. Ist schon cool. Mit Gefühlen spielen. Ah, Jerry. Sims können die ganz... heute habe ich nicht mehr im Reden. Nochmal. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben im Kleinen, aber auch im großen Stil verändern. Dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig. Oh. Emotion. Wir geben deinem Sim die Stimmung inspiriert, damit inspiriert wird. Mit diesem Gefühl können deine Sims besser kreativen Tätigkeiten nachgehen. Jetzt bin ich inspiriert. Inspiration. Warte mal, lass mal kurz Pause. Dein Sim ist jetzt inspiriert. Fahre über das Gefühl, um mehr darüber zu erfahren. Ach da. Moment. Puzzle-Gefühle bringen große Vorteile für deine Sims mit sich. Inspiriert. Was heißt inspiriert? Inspirationsschub wegen Tutorial. Dieser Sim verspürt einen plötzlichen Inspirationsschub. Inspiriert für 3 Stunden. Okay. Gibt es noch einen weiteren Tipp? Boah. Ey, ins Tutorial. Aber gut, das ist die erste Folge. Laune. Die Laune deines Sims gründet auf seine aktuellen Emotionen. Also inspiriert. Laune sind die Wünsche deines Sims. Fahre mit der Maus über die Laune, um mehr darüber zu erfahren. Ich fahre darüber. Eine Gruppenmahlzeit zubereiten, weil inspiriert ist. Aber ich bin hier alleine. Es ist das Tutorial. Klicke auf den Kühlschrank, wähle Kochen und dann ein Rezept für mehrere Personen. Er ist inspiriert und möchte kochen. Kochen. Gartensalat, Grillkäse, weiße Torte. Oh, Schokokuchen. Rührei. Rührei hört sich doch ganz nett an. Was ist für mehrere Personen, also nicht mehr Familiengröße? Klicke auf den Kühlschrank, um ein Gericht vorzubereiten. Aufgrund. Was? Hat die Fähigkeit. Hat die Fitnessfähigkeit gewonnen? Aufgrund seiner neuen Fitnessfähigkeit ist es Karten nur möglich, verschiedene Trainingsarten an Trainingsgeräten zu nutzen. Mit gesteigerten Fähigkeitslevel werden fortgeschrittene Fitnessübungen freigeschalten. Okay. Nein, ich werde hier nicht überfordert. Fähigkeiten, dass er nur die Kochfähigkeit erlangt. Es gibt noch viele andere Fähigkeiten, mit denen es meistens gilt. Öffne Fenster. Wird es dann kochen? Kurz über die Fähigkeiten, lalala, indem du. Okay, hier kann ich dann schauen, was es alles gibt. Ich lese jetzt nicht alles durch, wir lesen sowieso so viel. Negative Gefühle. Die Gefühle der Sims beeinflussen ihr Leben auf unbekannte Weise. Wir zeigen dir, wie das funktioniert. Stimmung. Unwohl. Hygiene niedrig. Schmutzig für 5 Stunden. Okay, Gott, kann ich die Story nicht ausstellen? Was ist denn das? Ah. Oh. Dusche. Warte mal. Duschen. Der macht die Rührei erstmal fertig. Ja, ja. Wie Duschen funktioniert, weiß ich. Ah, hier ist dann das. Okay. Oh, Sole mio.